Timo und heute gibt es hier ein weiteres Unboxing von der Brutmaschine Brinesa Maxi 2 EX. Diese wurde mir freundlicherweise von der Brutmaschinenwelt zur Verfügung gestellt. Sein Kanal habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt und verlinkt. Dort könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Darf ich vorstellen? Das ist die Brinesa Maxi 2 EX. Es ist ein Luxusbrüter, aber für den Preis hat er ordentlich was unter der Haube. Und Stichwort Preis, am Ende gibt es für die, die bis zum Ende dran geblieben sind, noch eine kleine Überraschung. Wenn ich diesen Inkubator in einem Wort zusammenfassen müsste, wäre das praktisch. Denn dieses Gerät kann nicht nur automatisch die Eier wenden, nein, es kann noch viel mehr, wie zum Beispiel die automatische Luftfeuchtigkeitskontrolle oder das automatische Drehen der Eier in dem Winkel, den die Eier, die du brütest, brauchen. Aber falls du wissen möchtest, wie man dieses Gerät einstellt, schau doch gerne mal in die Videobeschreibung. Aber da dieses Video eigentlich ein Unboxing hätte geben sollen, schauen wir uns heute den Lieferumfang etwas genauer an. Mal abgesehen von der sehr stylischen Verpackung befinden sich noch viele weitere nützliche Tools im Karton, wie zum Beispiel die zwei Wendeeinheiten für 40 Wachteleier oder die eine Wendeeinheit für 14 Hühnereier oder 14 Zwerghuhneier. Für die automatische Luftfeuchtigkeitsregulierung liegt auch ein 2 Meter langer flexibler Schlauch dabei, der für einige Bruten ausreichen sollte. Auch für eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit wird mit der Verdunstungspappe gesorgt. Diese kann Feuchtigkeit abgeben, wenn es zu wenig feucht ist, aber auch Feuchtigkeit aufnehmen, wenn es zu viel Feuchtigkeit im Brüter ist. Während dem Schlupf brauchen die Küken auch schon einen guten Halt unter den Füßen. Dafür ist mit einem Biomaster-Einsatz gut vorgesorgt. Dieser soll auch gegen Spreizbeinchen helfen. Nach dem Schlupf kann man diesen passförmigen Einsatz einfach in der Biotonne oder auf dem Kompost entsorgen. Damit der Brüter die richtige Menge an Strom bekommt, ist mit 2 Kabeln gesorgt. Kommen wir jetzt aber zu der kleinen Überraschung, die ich euch vorher versprochen habe. Weil man nicht gerade das Glück hat, so wie ich, eine Luxusbrutmaschine für den Testzeitraum zur Verfügung gestellt zu bekommen, dann ist natürlich so eine Brutmaschine schon ziemlich teuer. Deshalb hat mir die Brutmaschinenwelt einen Rabattcode für euch zur Verfügung gestellt. Und zwar könnt ihr auf die Internetseite brutmaschinen-welt.de gehen und dort mit dem Rabattcode TIMO 7% sparen. Ich muss euch sagen, dass ihr nicht denselben Fehler machen sollt wie ich am Anfang und eine billige China-Brutmaschine kauft, sondern gleich etwas Hochpreisiges, weil ihr kennt sicherlich das Sprichwort, wer billig kauft, kauft zweimal. Und so wird es bei mir wahrscheinlich auch sein. Es ist einfach eine deutliche Zeitersparnis, wenn sich die Brutmaschine selbst um die Luftfeuchtigkeit und das Wenden der Eier kümmert. Deswegen nochmal vielen Dank an die Brutmaschinenwelt dafür, dass ich die Brutmaschine für den Zeitraum der Brut zur Verfügung habe. Ich hoffe, euch hat dieses ein bisschen aufwendigere Video gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Lass doch gerne auch ein Abo da, falls es dich interessiert, wie ich die nächsten Wochen die Küken ausbrüte und wie ich die Eier schiere. Tschüss und bis zum nächsten Wachtelvideo.